Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Und wir suchen immer noch nach Stinker und reden deswegen mal mit Papi. Guten Tag. Hi. Also, Ihr Sohn. Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Das ist schlecht. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Enik lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Weil Hünek ist in Schwierigkeiten. Dein Sohn ist dabei, seinen Karren tief in die Scheiße zu fahren. Ich möchte ihn warnen. Nichts Neues. Er steckt ständig bis zu den Ohren in der Scheiße. Dieses Mal wird er einen Kopf kürzer gemacht. Er hat sich mit gefährlichen Leuten eingelassen. Ich muss ihn finden. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Enik verdient mit der Wilderei was nebenher. Das haben wir schon erfahren. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Wilderer Versteck, Stinker. Ich würde mit dir gerne über deinen Hinek sprechen. Ich habe viel zu tun, also mach's kurz. Kann sein, dass die den Namen jedes Mal ein bisschen anders sagen. Hinek, Hünek, manchmal. Mit wem ist er so befreundet? Weißt du wenigstens, mit wem er befreundet ist oder mit wem er sich trifft? So viel ich weiß, wechselt keiner hier im Dorf ein Wort mit ihm. Mir kam zu Ohren, dass er ein Zubermädchen trifft. Vielleicht. Umsonst bekommt er es nicht. Also wird er wohl zu den Bädern müssen. Autsch. Das tut weh. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist. Mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Okay, das Geld. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut, ich frage beim Gasthaus nach. Mehr. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Wo schreit er jetzt so? Hinek hat mir nie was gesagt. Ich bin manchmal finde ich es witzig, wie die Dialoge so Fahrt aufnehmen. Dem muss doch was aufgefallen sein. Ich weiß, er hat mit dir nie darüber geredet. Aber dir muss doch etwas aufgefallen sein. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Schreib mich nicht an. Ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Okay. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze, ja. Was weiß ich schon. Okay, ich geh dann mal. Ich hab keine Lust mehr, mit dir zu reden. Tschüss. Geh. Die sind und manchmal so hochmotiviert. Weißt du, gerade reden sie noch ganz normal mit dir und auf einmal schreien sie los. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Immer noch witzig. Okay, wir haben hier noch was anderes zu tun. Also, wo sollte das sein? Ich meine, das muss man doch irgendwie sehen, oder? Das kann ich leider nicht mitnehmen. Also irgendwo... Hey! Ja, ist ja gut, ich habe gar nichts gemacht. Oh, was mir aber gerade einfällt, Huni, guck mal hier. Guck mal hier, meine Kleine. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ja, ich habe dich nicht vergessen. Hier, bitte. Yum, yum. Okay. Hinter einem Häusereck haben sie gesagt, ne? Oder Häuserei, ich weiß gar nicht mehr. Das war ein ganz komisches Wort, was sie da gesagt haben. Ich glaube nicht Häusereck. Ist das hier alles die Gerberei? Das ist hier nicht mehr die Gerberei, oder? Nee, da ist der Schmied. Also das da. Boah, Gott. Sag mal. Jetzt noch. Wenn ich der Entwickler wäre. Dann würde ich das hier wahrscheinlich wieder in die Blöre schmeißen. Nein, das soll ja vergraben sein. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ups. So, du bist ein Stein, ne? Okay, du bist ein Stein. Der gerbt da weiter rum. Ich
würde es aber trotzdem irgendwo hier hinpacken. Alle Steine? Köter? Hier, der Stein ist Köter. Ich dachte mal, die sehen anders aus. Brennnessel, nee. Ich würde es halt hier irgendwo hin machen, ne? Also so. Was ist denn das hier? Noch mehr Steine. Kannst du mal kurz hier rüber? Hier vielleicht? Ne. Ich weiß halt nicht, war so doof und hat es auf dem Grundstück versteckt oder hat das hier eher irgendwo dahinter geschmissen? Ich suche halt so ein bisschen nach einer kleinen Erhöhung quasi. Also wirklich nach sowas, wo es aussieht, als hätte jemand halt gegraben. Hier hätte sich es halt super gemacht, aber da ist es wohl nicht. Hier ist halt die Straße. Also das macht keinen Sinn, das hier an die Straße zu packen. Ich gucke mal nochmal ganz kurz hier rein. Offenbar, W3, Stinker gelb beiseite gelegt, das ist in der westlichen Ecke des Familienhauses vergraben. Ecke des Familienhauses, hinter der Gerberei. Westen Familienhaus hinter der Gerberei. Aber Westen wäre ja denn doch da. Warte mal, wie ist denn Westen, Osten hier? Ist das hier da Norden, da Osten, da Westen, da Süden? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Haben wir hier irgendwo einen Kompass aufgezeichnet? Weil vielleicht gehe ich jetzt auch von was aus, was gar nicht so ist. Also ich würde jetzt mal halt ganz logisch sagen, dass hier Westen ist. Hier links. Also dann quasi, dass ja hier sein müsste. Aber das ist doch dämlich, weil hier ist halt die Straße. Da sind nur Blumen. Also, nee. Ja, wenn, dann müsste das halt hier sein, aber... Also ich nehme an, das ist das Familienhaus, ne? Das ist ja nur die Stelle für die Schweine. Das hier ist ja das Familienhaus. Wir gehen es mal ab. Hier im Holz ist es nicht, ne? Was macht das Schwein da? Mensch, das ist interessant. Das muss ich mal ganz kurz beobachten, ehrlich gesagt. Das ist, na, kommt es noch höher? Ich. Nee, okay, schade. Ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass es irgendwo raufglitscht und vielleicht noch auf dem Dach landet, aber leider nicht. Hinter dem Familienhaus. Westliche Ecke wäre halt da und das macht... Oh, warte mal. Da komme ich gar nicht rein. Nee, so gar nicht. Also, ja. Ich glaube, das hier ist nicht Westen. Ach, warte, ich sehe ja hier, wo Westen ist. Ah, okay. Entschuldigung, ich sehe es da auf dem Radar. Ich sag ja, als Entwickler wäre ich hier hingegangen. Okay, aber hinter dem Familienhaus, also wäre das da hier? Ich glaube, so wörtlich meinen sie es nicht, ne? Die meinen quasi da wahrscheinlich irgendwo. Warte mal. Der hat das doch nicht hier auf dem Grundstück vergraben, oder? Nee. Nee, so doof ist der nicht. In der Kiste hat das garantiert nicht gelagert. Ja, das hier wäre halt voll schön, aber... Oh, warte mal. Ah, doch. Oh, ich habe nur nicht hier richtig hinge... nee, dich will ich nicht. Hallo? Ich wollte jetzt nicht den Hund. Ich wollte hier die Stelle. Seht ihr? Das ist kein Schaufel. Warte mal. Hat mein Pferd eine Schaufel? Sag mal, Plötze. Peppels, meine ich. Hast du eine Schaufel? Ich muss gar nicht ziemlich dafür. Hungrig. Pferd. Wie geht denn das schon wieder? Ach Gott. Ich vergesse jedes Mal, wie ich in die Inventare komme. Nee. Ach, hier ist das Inventar. Ich glaube, das hat keine Schaufel. Wir werden eine Schaufel besorgen müssen. Yep. Okay, zumindest haben wir es gefunden. Da hatte ich aber recht, ne? Ich habe wirklich nur nicht da hingeguckt. Ich habe halt auf die Steine geguckt. Wer bist du? Sag mal, wir haben gerade gesprochen vor 2 Sekunden. Warum haben die hier alle Alzheimer? Was los mit den Leuten? Hat der eine Schaufel? Hallo. Ich habe mal eine Frage. Beste Grüße. Dankeschön. Handel? Lebe wohl. Hast du eine Schaufel? Wo wäre die denn? Ah, hier. Ah, die ist ja günstig. Mensch, toll. So, die hätte ich gerne. Aber nicht für den Preis.
Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Ja. Weil du es bist. Nur ein wenig mehr und wir... Ja. Dankeschön. Mit der Summe kann... Wunderbar, wir haben eine Schaufel. Muss ich die ausrüsten? Mal gucken. Ich bin sehr froh, dass wir schnell gefunden haben. Ich hatte Angst, dass das wieder sowas wie mit dem Ziegenbock-Schädel da wird. Also mit dem geklebten Ding da. Das war Horror. Sehr schön. Müssen wir nicht mal ausrüsten. Toll. Und ich sehe uns hier keiner. Ich meine, der Gerber steht gleich hinter uns. Ein bisschen schlecht hier am hellen Tage vielleicht. Ja. La la la. La. Wie gesagt, das ist ein Verbrecher. Ich finde das okay. Ich finde das okay. Muss mal Sachen ablegen. Die brauche ich gerade ehrlich gesagt nicht. Auch nicht. Die haben wir gerade gefunden. Die bringt uns gar nichts. Okay. So, jetzt ist besser, ne? Ja. Okay, das hätten wir. Dankeschön, Pferdchen, dass du diese Last für uns trägst. Gut, jetzt haben wir hier noch den Wildererwirt, also der Käufer. Was war das? Sag mal. Alzheimer. Was machst du hier? Ach Gott. Also mit den Leuten hier stimmt irgendwas nicht. Also das ist nicht meine Lieblingsstadt hier. Nächstes Mal gehen wir lieber wieder nach Uschütze oder so. Die Leute hier sind mir alle ein bisschen suspekt. Weiß nicht, was mit denen schief läuft. Ich glaube, die werden alle zu heiß gebadet. Oder zu kalt, ich. Bist du der Wirt? Nee, du wirst spielen. Nee, das will ich nicht. Furchtloser Felix, bitte, wer bist du denn? Auf gute Gesundheit. Stinker? Oh Gott. Obwohl, ist mal ganz interessant, oder? Mit jemandem zu reden, der den gar nicht mag. Komm. Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Arme, ne? Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürm. Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. Okay, also tatsächlich liegt's am Geruch einerseits und wirklich daran, ja, dass er halt auch einen schlechten Ruf hat. Weshalb ist er so in Verruf? Tja, wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Und dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Rathei wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Und in Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Klingt nach mehr als bloßem Übermut. Ja, wir sind ehrliche Leute und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Okay, so langsam versteh's. So langsam versteh's. Okay, wir müssen jetzt nicht das gesamte Gespräch hier führen. Ist denn der Wirt? Sind Sie der Herr Wirt? Ja. Gott sei mit dir. Na, gleich nicht mehr. Gleich sagst du was anderes. Stinker. Ah nee, erstmal gibt's was Neues. Was gibt es Neues in der Gegend? Nicht viel, Gott sei Dank. Na, gleich ist es nicht mehr ruhig. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich hab nichts mit Stinker zu schaffen. Was anderes gehört? Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da hab ich was anderes gehört. Ja. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von Hinek. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Nein. Also, ganz ehrlich, ich habe keine Zeit für die Scheiße. Für so etwas habe ich keine Zeit. Ich muss ihn finden und du wirst mir dabei helfen. Ach ja? Selbst wenn ich was wüsste, wieso sollte ich dir helfen? Ein nettes Wirtshaus hast du da. Es wäre schade, wenn etwas zu Bruch ginge. Drohst du mir etwa? Nein. Was denkst du denn? Also, fängst du jetzt an zu reden? Oder muss ich es aus dir rausprügeln? Also gut, lass uns auf den Punkt kommen. Siehst du? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich habe Geschäfte mit Stinker gemacht, aber bei Gott, ich weiß nicht, wo er steckt. Ich wusste nicht, dass wir gleich so gewalttätig werden. Ich dachte einfach nur, wir hauen mal halt auf den Tisch, so jetzt raus damit. Aber das war gleich davon reden, die Scheune hier in Schutt und Asche zu legen. Huch, naja. Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau. Soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber?
Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Eine Höhle. Wie viel Wild hat er dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. Gibt's einen Minenschacht? Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Sag ich doch. Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Okay. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Okay, da haben wir ja einiges zu Nichts zu danken. Bricht dir aber nicht das Genick. Ja, ja. Das ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht. Okay, interessant. Möge Gott über dich wachen. Dankeschön. So, okay. Finde den Minenschacht über der Felswand. Flussufer, Sasa. Hügel. Ich würde... Also Wald ist überall. Jetzt weiß man natürlich nicht, geht er da, wedern da oder da. Ich würde einfach mal gucken. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar spannende Sachen oder so. Wir gehen einfach mal gucken. Wenn wir Glück haben, haben wir Glück. Wenn nicht, dann nicht. So, komm mal her, Pony. Ach, warte mal, wir sind echt müde, ne? Dann würde ich mich nochmal umentscheiden. Ich fange hier an, weil hier ein Lager ist. Dann kann ich da mal kurz mich ausruhen. Dann machen wir es jetzt mal ein bisschen pragmatisch. Dann muss ich nichts bezahlen. Ich weiß, die Wirtshäuser sind nicht teuer, aber... Naja, wir sind halt ein kleiner Sparfuchs. Heinrich ist, ganz sparsamer. Obwohl wir gerade Geld gefunden haben. Ganz unverhofft. Lag da einfach so rum. Hat irgendjemand wohl verloren? Ich weiß auch nicht. Wo ist das Lager? Ach, da unten erst. Okay. Dann bleiben wir mal am Weg. Auf dem Weg. Ist das das Lager? Ich glaube, ja, ne? So, hallo? Ist das hier das Lager? Ja. Kann ich mich hier zu euch gesellen? Au! Entschuldigung. Ich wollte zuerst vom Pferd. Wie kam der da auf einmal? Aber ich sehe ja nichts zum Liegen. Wo sind eure Liegeplätze? Das gefällt dir nicht, ne? Ich probiere es trotzdem mal. Ich meine, jetzt ist er tags. Also eigentlich, die brauchen es ja nicht. Ein bisschen. Ah, viel bringt das nicht, ne? Wow, das bringt ja echt nicht viel. Ne, wir müssen ja echt mal in der Nacht durchschlafen. Ich wäre ja nicht völlig übermüdet da reinstapfen. Nun, haben aber einen kleinen Mittagsschlaf gemacht, immerhin. 45, ey. Na, kriegen wir noch was? Nö. Okay. So, danke, Leute. War schön hier. Ich habe halt auch gedacht, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir da abends ankommen. Obwohl, wir wollen ja nicht mit ihm kämpfen, wir wollen ja mit ihm reden. Ich muss ihn jetzt nicht von hinten überfallen, glaube ich. So, da wäre das. So, vielen Dank, meine lieben Leute, fürs Essen und fürs Schlafen. War schön. Mal hin ein Strohbett und nicht irgendwo rumstehen. Dort. Na dann, steigen wir mal ab. Aber ich glaube, das ist, Ich glaube, hier ist er nicht. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich glaube, hier ist er nicht. Gut. Zumindest, also hier geht es nicht weit rein. Hier ist auch vorne nichts, also... Oh, aber euch nehme ich gerne mit. Ein paar Höhlenpilzchen. Gut, dann haben wir den ersten schon mal uns angeguckt. Da, oh. Kannst du mal die Sachen wegpacken? Das bitte auch. Das blutige Schwert, das sollen wir mal sauber machen. Ja, dann müssen wir zu den nächsten.
Das Gute ist, wir sind schon bei 20 Minuten. Das heißt, wir können dann ganz entspannt in der nächsten Folge uns vielleicht den angucken und dann den da oben. Ich mache es jetzt reihenfolgemäßig, weil wir hier sind. Gehen wir den dahin. Ich hoffe, ich komme da irgendwie über den Fluss. Ich würde jetzt nämlich einfach hier mal mein Glück versuchen und hier geradezu hinreiten. Gut, dann auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.